Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder kleine Telefonschnipsel mitgebracht. Das heißt, viele kurze Telefonate, die nicht für ein eigenes Video gereicht haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Schau, Kindl. Leo Moration Parat, grüße Sie. Melde mich von dem Unternehmen EU-Option. Sag Ihnen, was der Name EU-Option, oder? Gar nicht. Mach ich Ihnen gerne eine kurze Vorstellung. Wir sind eine Online-Handelsplattform und wir handeln zum Beispiel mit Forex, Kryptowährungen, Einzelaktien und so weiter. Haben Sie bis jetzt Erfahrung gesammelt in diesem Bereich? Nein. Wie bitte? Nein. Nein. Okay, schauen Sie, jetzt ist die richtige Zeit, weil diesen Monat wir haben eine neue Kundenakquise. Das bedeutet, jeder neue Kunde von uns bekommt erstmal 100%ige Bonus, kostenlose Broker und auch eine Testphase. Also dieses Testphase bedeutet, Sie können uns gerne 2 bis 4 Wochen testen. Mit dem Bonus. Das haben wir jetzt abgemacht, damit wir erstmal uns kennenlernen und Vertrauen aufbauen. Ich hoffe, Sie haben mich bis jetzt nachgefolgt und alles verstanden, oder? Ja. Ja. Wie bitte? Ich höre Sie ein bisschen schlecht. Ja. Wenn man hier so im Internet googelt, dann sieht es ja nicht so gut aus, ne? Wie bitte? Ich sage, wenn man hier im Internet googelt, sieht es ja nicht so gut aus, ne? Also, Sie haben Interesse und deshalb melde ich mich. Ich kann Ihnen gerne unsere Webseite präsentieren und Sie werden das selber überprüfen, was wir konkret machen und wer wir sind. Danach können Sie gerne entscheiden, weil es geht, ein Testgeschäft Referenz zu schaffen. Ja, aber das Erste, was ich hier so im Internet lese, ist, Achtung, Fake Broker, EU-Option Fake Broker, EU-Option Scam, Fake Broker. Nicht Vielleicht geliefert, leider Betrug, wie schon erläutert. Vielleicht Sie haben früher eine schlechte Erfahrung gesagt, deshalb sind Sie so negativ orientiert. Ich lese das hier gerade vor, was man bei Google so gleich als erste Einträge findet. Okay, wo haben Sie das gelesen? Bei Trustpilot. Sind Sie sicher? Ja, steht ja hier. Schauen Sie, Herr Schaukel, es geht sowieso nicht an Investitionen, verstehen Sie? Sondern Sie werden uns testen 2 bis 4 Wochen mit unserem Geld, mit unserem Bonus. Falls gefällt Ihnen nichts, einfach wir gehen getrennte Wege. Falls gefällt Ihnen, dann können Sie gerne entscheiden, ob Sie investieren Geld oder nicht. Ja, aber wenn ich Geld einzahle und es kommt nichts mehr zurück, dann bringt es ja nichts. Wer hat das gesagt? Ja, steht also, ja, wie gesagt, habe ich doch gerade vorgelesen hier. Ja, Sie können alles lesen. Meine kleine Tochter kann auch das schreiben, aber es muss nichts sein. Wir können auch das löschen, ne? Wir haben das nicht gemacht. Sie gehen einfach auch bei McDonald's, Sie sehen selber auch viele schlechte Kommentare, aber trotzdem, die Leute gehen dort zum Essen. Das kann man ja so nicht vergleichen. Doch. Ja, aber bei Ihnen sind es ja 100% schlechte Bewertungen. Das ist ja schon ein Unterschied. 100, nee. Also, wenn Sie so denken, negativ, dann wir können nicht in Geschäfte natürlich kommen. Das also, denke ich nicht, das lese ich vor. Okay, Sie können alles lesen. Wie gesagt, wir wissen das auch, das gibt schlechte Kommentare, aber wir haben das auch nicht gelöscht. Wir könnten auch das löschen, aber wir haben so gelassen, weil sowieso, ich verlange nicht von Ihrer Seite, dass Sie müssen bei uns 5.000 oder 10.000 Euro investieren, oder? Und nach 3 Monaten ist dann eure Webseite offline, wie von den anderen Kriminellen. Alles klar, dann, ich habe keine Zeit, mit solchen Leuten weiter zu telefonieren, weil ich habe genug Kunde weiter zu bekommen. So antworten halt Kriminelle, genau. Wünschen alles gut, ciao. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Ist ja sehr freundlich. Er hat keine Zeit, mit solchen Leuten zu telefonieren. Oh. Also, man muss ja wirklich nur nach der Firma googeln und da wird es einem schon schlecht. Alles voll mit schlechten Bewertungen und, naja, er hat lauter fadenscheinige Ausreden und ist der Meinung, na, die haben es ja mit Absicht so stehen lassen. Natürlich, jeder Betrüger lässt seine Betrugskommentare mit Absicht so stehen. Das liegt ganz einfach daran, weil sie die Masse der Kommentare gar nicht rausgelöscht bekommen. Oder weil sie sich einfach gar keine Mühe geben, weil sie in 3, 4, 5, 6 Monaten spätestens sowieso einen neuen Namen für die Firma haben und eine neue Webseite betreiben. Also nützen die Beiträge im Internet ja dann auch nicht viel. Mit der Knusprig. Ja, Knusprig. Knusprig. Ja. Warum sind 2? Ja, weil ich geheiratet habe. Wie bitte? Weil ich geheiratet habe und meine Frau hieß auch Knusprig und wir haben aber beide unsere Namen behalten und deswegen haben wir jetzt einen Doppelnamen. Ich verstehe. Ich rufe Sie von Finanzkapital FX Firma, wo Sie haben ein Interesse gezeigt über Online-Handel. Ja. Knusprig. Ja. Sind Sie wieder interessiert?
Wieso wieder? Sie haben einmal gezeigt, ein Interesse am 14. Am 14. dieser Monat. Und haben Sie wieder Interesse im Online-Handel? Ja, wo ist denn das Interesse aufgefallen? Wie bitte? Wo hatte ich denn Interesse? Am Online-Handel. Ja, aber wo? Wo waren das? Oh, und wenn man die Antwort nicht weiß, legt man dann einfach auf am Telefon. Ja, typisch für die Betrüger, jeder seriöse Anrufer könnte euch hier ganz sicher erzählen, wo diese Eintragung passiert ist. Ja, aber wenn man als illegale, ja unseriöse Firma unterwegs ist, dann braucht man diese Informationen nicht, weil die Firma ja gar nicht interessieren. Solche Fragen führen ja meistens sowieso nur zu Diskussionen am Telefon und deswegen wird ziemlich häufig einfach aufgelegt. Ja, hallo, schönen Tag. Spreche ich mit Herrn Lori Ross? Ja. Erwin Schutz ist am Apparat her. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Da ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Nein, wann denn? Es geht um Onlinehandel, also Bitcoin und Kryptowährungen. Haben Sie Interesse? Weiß ich nicht, woran soll ich denn Interesse haben? An Bitcoin und Kryptowährungen. Was habe ich davon? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Ich weiß ja nicht mal, was für ein Konto. Onlinehandelskonto. Ja, was habe ich denn davon? Es geht um Bitcoin und Kryptowährungen. Sie können da investieren und das Geld verdienen. Möchten Sie oder nein? Ja, weiß ich nicht. Ich kenne ja Sie gar nicht. Okay, wenn Sie das wissen, ich werde Sie wieder zurück anrufen, okay? Danke. Ja, so werde ich das nie wissen. Ja, tschüss. Aha, Betrüger. Du bist Betrüger. Ja, Sie sind ein Betrüger. Du kennst meine schon Stimme, oder? Nee, Sie sind ein Betrüger. Du bist Betrüger. Nee, Sie sind ein Betrüger. Ja, so kann man sich natürlich ein seriöses Gespräch auch vorstellen. Ja, indem man sich einfach gegenseitig Betrüger an den Kopf knallt. Ja, und wenn man nach Informationen fragt, dann sagt er einfach, ja, er ruft nochmal an, wenn ich es mir überlegt habe und meldet sich dann. Wie soll ich mir die Informationen bitteschön überlegen? Also, oder die Entscheidung überlegen, ob ich da investieren will oder nicht, wenn der Typ mir gar keine Informationen dazu gibt, die mich zu einer Entscheidung bewegen könnten. Tja. Das könnte wohl wieder daran liegen, dass die einfach nur Dummfang betreiben wollen und schnelle Beute aus sind. Und wenn es da so ein paar Fragen am Telefon gibt, hat sich's eigentlich schon erledigt. Ja, ja, guten Tag. Ja, der Max Braun am Apparat. Hallo. Ja, jetzt sind Sie vor dem Rechner, ja? Wer sind Sie denn? Ich bin der Max Braun, wir haben vor kurzem gesprochen. Oh, da kann ich mich immer nicht dran erinnern, ich bin so vergesslich. Worum geht's denn? Nein, wir haben über die Trading Online-Handel wie die Börse. Wir haben gerade gesprochen. Ja? Vor einer Minute. Sie haben mir ein paar Fragen hingestellt wegen Steuer. Da kann ich mich immer nicht erinnern an sowas. Wenn das Telefongespräch beendet ist, dann vergesse ich immer alles, wissen Sie? Nicht, ich war gerade was zum Unterschreiben. Habe ich leider vergessen, das tut mir leid. Und wer sind Sie jetzt? Ich bin Dr. Max Braun. Okay, von der Firma Bitcoin Motion, FX Frankfurter. Wir sind bereit für eine Kontoaktivierung gerade. Sie haben eine Werbung von uns erhalten, Registrierung gemacht und gerade sind wir bereit für die Kontoaktivierung. Ach so, also da ist ein Konto bei Ihnen. Auf jeden Fall. Da müssen wir nur aktivieren. Sie haben den Anmeldung fertig gemacht. Ach so, wie viel Geld habe ich denn da drauf auf dem Konto? Nee, momentan haben Sie keinen Cent investiert, nur die Registrierung gemacht. Ach so, ich dachte, da ist was drauf, wenn ich da ein Konto habe. Nee, haben Sie noch nicht was einbezahlt. Ach so, na und was sind Sie denn für eine Firma? FX Frankfurter. Oh, Sie haben vor einer Minute, 10 Minuten lang gesprochen, bitte. Ja, da kann ich mich nicht dran erinnern. Kein Thema, sind Sie vor dem Computer gerade? Nee, ich bin gerade auf dem Däppchen. Däppchen, okay, gehen Sie kurz beim Computer, bitte. Muss ich mal gleich mal einen Pop-Server machen, dann können wir gleich an den Computer gehen. Wollen Sie mir nicht so lange erstmal erklären, wie Ihre Firma da funktioniert und was Sie da machen? Ich bitte Sie denn, das habe ich gerade gemacht. Ja, hab ich Ihnen doch gesagt, da kann ich mich leider nicht dran erinnern. Okay, ich rufe ein bisschen später an, bis dann. Nee, jetzt habe ich Sie doch immer am Telefon, da können wir doch denn, da können Sie mir doch das alles denn erklären.
Und nein, ich habe das alles argumentiert. Wer Sie sind, was wir machen, wie es geht. Und jetzt sagen Sie nochmal, erklären Sie, was soll das sein, bitte? Oh, na, ich habe Ihnen doch gedacht, ich kann mich nicht erinnern. Da kann ich doch nicht dafür. Okay, bis dann, ciao. Wenn Sie immer auflehnen, dann vergesse ich doch, was wir gesagt haben. Tja, aber auch das ist nicht unrealistisch, dass der Kunde vielleicht unter Gedächtnisstörung leidet und sich einfach nicht mehr dran erinnern kann, wenn man das Gespräch beendet. Und das schon ein bisschen her ist. Also so ein paar Minuten kann alles mal vorkommen. Es gibt Menschen mit Kurzzeitgedächtnisstörung. Ja, und da hat er hier wohl keinen Bock mehr gehabt. War auf jeden Fall nicht besonders freundlich, wie er das hier rübergebracht hat. Aber was will man auch letztendlich von den Betrügern erwarten? Informationen wollen die Betrüger einem gar nicht geben, denn man soll möglichst schnell an seinen PC gehen und das Geld überweisen. Um mehr geht's in diesen Gesprächen in der Regel überhaupt nicht. Hallo? Guten Tag, ich suche ein Gespräch mit Herrn Steinfeger. Herr Steinfeger, hier, ja, wen hab ich denn da? Hallo, mein Name ist Austin und ich rufe Sie aus Stock DC mit dem Profit Build System an. Wie geht es Ihnen heute? Also, Sie sitzen auf dem Stock. Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben jetzt eine Konto bei uns eröffnet und an der Nutzung unserer Automatik System interessiert sind. Ja? Ja. Ja, ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür zuständig ist, Ihnen mit dem Konto zu helfen und Ihre Frage zu beantworten. Was ist denn eine Frage? Können Sie mir zuerst fragen, habe ich Ihre Erfahrung im Online-Handel oder ist das Ihre erste Mal? Ja, kann ich Sie fragen. Ist das Ihre erste Erfahrung im Handeln oder probieren Sie das das erste Mal? Das System ist automatisch. Das System wird den Handel für Sie erledigen. Sie müssen die kaufen und die verkaufen, nicht selbst zu machen. Haben Sie jetzt eine noch Frage? Was wollen Sie denn fragen? Wie bitte? Ja, was möchten Sie denn wissen? Nein, ich rufe Sie an, so Sie können Ihnen mit dem Schritt zu helfen, so Sie können die Konto zu aktivieren. Ja. Haben Sie jetzt eine noch Frage? Was möchten Sie denn? Ach, mal wieder so einen netten Typen mit der Kategorie Fragen beantworten geht nicht und einfach nur dummes Zeug labern ist ja an der Tagesordnung. Keine Ahnung, wie die so ihr Geld verdienen können und dass das auch jedes Mal immer noch funktioniert, aber naja, es scheint ja leider zu funktionieren. Und das Problem ist, dass die Typen auch wirklich nicht aufhören und dass es davon hunderte, wenn nicht sogar tausende Leute gibt, die insgesamt hier bei uns in Europa anrufen. Die telefonieren ja nicht nur nach Deutschland, die telefonieren auch nach Österreich, in die Schweiz, ja, und eigentlich überall in allen EU-Ländern. Hallo? Ja? Ja, normal, ich bin der Herr Braun. Wer sind Sie? Max Braun. Oh, wer sind Sie? Ich bin der Max Braun, Herr Schornsteinfeger. Ja, Schornsteinfeger hier. Genau. Ja, und wie kann ich Ihnen behilflich sein? Sind Sie jetzt vor dem Computer? Was möchten Sie denn? Wer sind Sie denn? Also, ich bin der Max. Ja, und weiter? Wir haben vor zweimal gerade gesprochen. Das weiß ich nicht, wenn wir schon mal gesprochen haben. Ich kann mir das immer nur merken, währenddessen ich am Telefon bin. Danach habe ich immer alles vergessen. Können Sie kurz Ihren Computer hochfahren? Der ist doch an der Computer, glaube ich. Ich muss mal gucken, ob der an ist. Wieso? Was wollen wir da machen am Computer? Hallo? Hallo? Ja, was wollen wir da machen am Computer? Wozu brauche ich denn? Sie sind registriert an unsere Firma für Onlinehandel. Joseph Forex. Seit wann bin ich denn da angemeldet? Was habe ich denn da gemacht? Sie haben mit Bitcoin beschäftigt. Oh. Kryptowährungen, digitale Währungen. Ach ja, mit dem komischen goldenen Taler. So, den fand ich hübsch, den wollte ich für meine Sammelbox haben. Was wollen Sie haben? Ich wollte zum Köln für meine Sammelbox mal gucken, ob ich da mal eine reinpacken kann. Ja, aber ich bin bereit. Ihnen zu helfen. Ja, also kann ich bei Ihnen so einen Coin kaufen? Ja, was wollen Sie bei uns verkaufen? Ich will nichts verkaufen, ich will so einen Coin kaufen und der für meine Sammelbox, weil ich fand den hübsch. Ja, da haben wir bieten verschiedene. Aber Sie haben auch noch andere Sammelmünzen. Auf jeden Fall. Oh, Sie wollen nur kurz vor dem Rechner zu sein. Und was machen wir da? Hallo? Was? Ja, ich bin da. Ja. Und was machen wir nun?
Also, ich meinte, schauen Sie kurz. Wohin denn? Was kann ich denn für Sie tun? Ja? Ja. Sind Sie vom Rechner? Nee. Ich hab gerade ein rotes Schlüpfer gerochen. Ah. Und jetzt? Wie meinen Sie jetzt, bitte? Was? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Sie sind fleißig. Ich war gerade auf Däpfchen. Sie waren gerade auf Däpfchen? Ja. Leben Sie allein? Nee, ich hab die Rosi hier. Was haben Sie, eine russische Frau? Nee, die Rosi. Ah, die Rosi. Ja. Okay. Haben Sie den PC da? Was meinen Sie denn? Schon interessant, dass der Typ überhaupt nochmal angerufen hat. Obwohl er eigentlich weiß, dass er, wenn er nochmal anrufen wird, wieder von vorne anfangen muss. Hat's aber irgendwie nicht begriffen, dass er von vorne anfangen muss. Und dann erzählt er einfach wieder irgendwie was vom Computer, erzählt aber überhaupt gar nicht, was er eigentlich genau von mir möchte. Ja. So kommen wir auf jeden Fall definitiv nicht ins Geschäft. Aber, naja, umso besser. Das solltet ihr mit solchen Typen auch nicht machen. Am besten legt einfach auf, wenn ihr solche Anrufe habt. Ja. Es soll sich einfach nicht lohnen. Und jede Nummer, die die umsonst anrufen, ist auf jeden Fall auch schon verschwendete Zeit und kostet denen sicherlich auch in den meisten Fällen Geld, außer die, naja, Datensammelwebseite gehört denen selbst. Oh? Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Lena Hoffmann, ich spreche mit Steinfeger. Steinfeger, ja. Zwischen Sie rein, Herr Steinfeger, ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht. Wie heißt denn die Plattform? Bitcoin. Join Investing. Hab ich hier nicht. Das, was Sie online geöffnet haben mit 250 Euro, sonst würde ich Sie nicht anrufen, weil ich habe das hier vor Ihre Daten, was Sie beauftragt haben. Aha, okay. Wann habe ich das gemacht? Bitte? Wann? Hab ich, ja. Jetzt gerade, sind Sie nicht online. Nee, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, ganz genau. Sie sind bei uns schon registriert, Herr Steinfeger. Ihre E-Mail-Adresse hartmut.schimmeldonner@gmx.de. Ja, aber die Seite hier heißt nicht Bitcoin. Was heißt das? Irgendwas mit monetalux.com. Ja. Genau, das ist unsere Plattform. Achso, danach habe ich Sie doch gerade gefragt. Und da haben Sie gesagt, einen anderen Namen. Nein, Herr Steinfeger, vielleicht habe ich Sie nicht richtig verstanden. Ich entschuldige mich dazu. Wir haben viele Assets, nicht nur für Bitcoin. Also allgemein Trading, Kryptowährung, Öl, Platinum, ja. Uranium und so weiter. Okay. Ihre Interesse, um zu investieren, wie viel liegt es? Der minimale Betrag von 250 Euro oder etwas mehr zu versuchen? Weiß ich nicht, was ist denn da gut? So mehr Sie investieren, so mehr profitieren Sie auch Geld. Das kommt drauf an von Ihrer Interesse, wie viel Sie profitieren möchten. Okay. Wir haben momentan auch ein Angebot mit Bonus, deswegen frage ich ja auch nach wegen dem Betrag, mit was Sie starten möchten. Mit Bonus? Ja. Wie kriegt man den? Zum Beispiel, weil die minimalen Betrag von 250 Euro, Sie profitieren einen Bonus von 150 Euro. Bei 500 Euro, Sie profitieren 300 Euro Bonus und so weiter. Aha, und wie viel Bonus kann man maximal kriegen? Es kommt drauf an jetzt, wie viel Sie starten möchten. Weiß ich nicht. Haben Sie Erfahrung schon mit Trading? Nee, gar nicht. Gar nicht, dann warum fangen Sie nicht an mit dem minimalen Betrag, das mal zu versuchen? Na, wenn Sie sagen, kann man mit mehr Bonus kriegen. Auf jeden Fall, so mehr Sie investieren, so mehr bekommt Sie auch Bonus. Ja. Dass Sie auch keine Erfahrung haben, das ist ja überhaupt kein Problem, weil dazu bekommt Sie auch die Hilfe von uns, von den Plattformen, damit wir weiter
reden können und Ihnen weiter zu helfen, um mehr zu profitieren. Ja. Mit wie viel möchten Sie starten? Weiß ich nicht. Sagen Sie eine Summe. Naja, wie viel Bonus kann man denn maximal kriegen? Es kommt drauf an, jetzt mit die Summe, die Sie investieren. So. Fragen Sie für eine Summe, ich kann Ihnen den Bonus sagen. Das ist ja schwierig. Dann nehme ich 256,25 €. Nochmal 200? 256,25 €. Nein, nein, diese Summe ist die gleiche im Bonus. 150 €. Achso, ich dachte, bei mehr Anzahl kriege ich auch mehr Bonus. Ja, aber nicht mit 6 €. Mit 1.000 €, 2.000 und so weiter. Achso. Ja. Dann mache ich das so, wie Sie das sagen. Mit wie viel? Also damit 256 €. Okay, dann bestimmt haben Sie Online-Banking, oder? Ja. Möchten Sie mit Online-Banking zahlen? Kann ich machen. hartmut.schimmeldonner@gmx.de, korrekt? Ja. Wenn ich fragen dürfte, wie alt sind Sie? Ich bin 29. Also 29 Jahre. Ja. Okay. Ich versende Ihnen gleich die Bankdaten. Ja. Und dann war sie wieder weg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit einer netten Auswahl an weiteren Videos auf dem Kanal. Da könnt ihr euch gerne die Zeit überbrücken. Bis zum nächsten Video. Danke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.